Willkommen im VR-Museum der feinen Künste. Irgendwie kann man es auch nicht zurücklegen. Egal. Kopfhörer benutzen bitte, damit man die schönen Museumsgeräusche im Hintergrund hört. Settings and Options Museumscafé ist noch im Aufbau. Menü. Damit sie besser aussehen. Dorophilus. Speerwerfer? Ich würde sagen, übertrieben groß. Der David. Ein Halt in Hellenbosi. Hellenbosi, Liebe zu der gemalten Kunst. Ich glaube, ich muss noch mal die Slider umstellen. Es schaut im Moment schlechter aus als vorher. Vor allem dieser Part hier. Bzz, 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 bzz. Es setzt sich nicht wirklich. Geheimnisse? Keine Geheimnisse. Olaf ein Stein. Aztekischer Stein natürlich. Ja. Mit Displacement Mapping darauf. Nett. Etwas grob an den Kanten. Aber wahrscheinlich nichts Besseres zum Einscannen gehabt. Wirklich schlecht. Und natürlich die Venus. Mit all den Details. Das Bump-Mapping, das Relief darauf ist verarsche, so wie es ausschaut. Es wiederholt sich. Das ist keine Zensur. An der Linie wiederholt sich das Bump-Mapping. Dot, dot, dot. Punkt, 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 Punkt. Hier auch. Man erkennt also keine Pinselstriche. Die Reliefs sind... Verdammt. Sehen auch fake aus. Sind hier vielleicht noch was?
Aber nett, hochauflösend. Ein Schritt zurück. Ran bis ran. Man kennt die kleinsten Details an Blütenblatt. Von dem her wunderschön. Natürlich ein Kunstwerk im Ganzen. Hier sieht man es auch wieder. Die Punkte, die sich wiederholen im Bumpmap. Das Relief. Ups. Ja gut, aber irgendwo muss man Abstriche machen. Hochauflösend, dass man die Pinselstriche sieht. Wäre vielleicht auch viel verlangt von der Vive, vom Display. Immer mal zum zweiten Kunstwerk. Sieht danach aus, als ob es von einem namenlosen Künstler ist. Keine Details. Was grinst du so? Muss doch was Lustiges gehört haben, dass du so grinst. Hier sieht zumindest die Textur aus, als ob es tatsächlich ein altes Bild wäre, was langsam verwittert, die Farbe abplatzt, leicht das Leinen unten durchkommt. Zwar im Relief nicht, aber in der Textur sieht man dann hier dann schon die feinen Pinselstriche. Und ja, auch wieder die Risse in der Farbe. Ist sogar ziemlich deutlich im Halsbereich. Und an die Haare, die Risse. Würde sagen, das ist auf jeden Fall höher auflösender als die Venus, die gute Mona Lisa. Gehen wir mal weiter. Xin-Dynastie, Terrakotta-Armee. Gehen wir mal zur Terrakotta-Armee. Soldaten und Pferde, Grabstatuen. Ah ja, okay. Wörtlich übersetzt. Ah, nicht schlecht. So hochauflösender Boden ist so schlecht aufgelöst, ist der Dreck. Als ob noch mehrere Statuen kommen würden. Wahrscheinlich das Polygonlimit erreicht. Ziemliche Kerlchen. Man erkennt leichte Schmutzränder. Aber wenn man zum Beispiel einen Controller daneben legt, also auflösungsmäßig schlecht. Aber nette Details in den Kanten, tatsächliche Displacement oder Modellierung. Sperrt doch einer mal die Hunde weg! Gleich an ist
die nach einem Gelehrten aus? Oder zumindest eine höherrangige? Einmal Rüstung mit allem. Es sind tatsächlich verschiedene Modelle. Direkt auf dem Haupt. Auch ein Zacken groß hier und hier mit Helm? Helm? Wird wahrscheinlich hier der Helm sein. Der ist höher aufgelöst hier. Auch die Texturen ein wenig detaillierter. Man erkennt schön die Noppen auf der Rüstung. Ein Pony. Einen Apfel füttern. Aber auch wieder sehr wenig detailliert im Gegensatz zum letzten hier. Man erkennt die Texturen ziemlich matschig. Als ob für den neue Technik verwendet wird zum Einscannen. Das wieder draußen aus der Gruppe. Mit Zellenbrechen. Ich kann mal sagen, was sie will, aber detailliert sind sie sicher eben nicht. Jetzt sieht es irgendwie nicht so aus. Armen Top. Armen. Hotel. Armen Hotel. Britischen Museum London, ägyptisch. Passt schon nicht ganz in die hinein. Die Macht aus. Das Museum zusammen. Statuen. Das Material steht nicht dabei, oder wie? Möchte. Das heißt im Gesicht mehr als an die Hände. Wahrscheinlich der 3D-Scanner, der einmal herumgefahren ist, hat die Hände dann einen Schatten geworfen und dann haben sie das Modell mit der Hand geschlossen. Sieht so aus, aber ist Gesicht. Auch hier wieder die Texturen etwas matschig. Ich wette, in echt erkennt man hier die einzelnen Rillen oder die Kanten im Bart. Und auf die Maske. Gehen wir mal weiter. Moment, einmal entwirren.
C60, no scope. Nee. Schritt zurück. Ägyptisch. Museum of Fine Arts in Boston. Jenna Long, his graduate student served. Sind die Originalgröße? Auf jeden Fall detailliert. Man erkennt auch kleine Punkte. Sie hält auch um ihn fest. So viel schön. Das Bumpmapping auf den sieht sogar gut aus. Wie vom Original eingescannt. Prima Porta, da, da, da. Augustus in der Rolle des Imperators. Er ist der Junior. Das ist wieder sehr hoch detailliert. Auch wenn ich vielleicht den Marmor nicht trauen würde auf der Textur, aber die Handdetails ausgearbeitet bis nach innen hinein zeigt auf jeden Fall, dass entweder ein guter 3D-Scanner Ansichtding verwendet wurde, der auch von oben und unten scannt, um diese Bereiche zu scannen, oder dass jemand mit der Hand sehr viel nachgearbeitet hat. Beeindruckend. Details. Auch hier Details. Überlappend. Von einem normalen 3D-Scanner, der bloß einmal herumfährt, wenn solche Details nicht zu erwarten. Sekunde. Die blaue Wand nervt gerade. Die Brustpanzerung, die Arm, sogar Details der Ohrmuschel. Erst die Details tatsächlich ausgearbeitet am Stoff. Kleinere Fehler in die letzten Ecken, aber ansonsten ein beeindruckender 3D-Scan. Ist jetzt die Textur echt oder ist fake? Auf jeden Fall nicht symmetrisch aufgetragen. Mit Abdunklung im Rückenbereich, was auf den Schattenwurf natürlich zurückzuführen ist. Wahrscheinlich tatsächlich echte 3D-Maserung sichtbar. Also Marmormaserung. Dreck in den Ecken. Und tatsächlich die einzelnen ja, Strukturen, Blutgefäße sind es nicht in Marmor. Die einzelnen Risse gut sichtbar.
zwei Figuren auf der Brust, eine an der Seite jeweils, eine sitzende Figur. Wahrscheinlich einer hier in Siegerpose. Für ihn würde mich schon interessieren, ob die Details am Original besser zu ersichtlich sind. Gehen wir mal ans nächste. Apollo und Daphne. Ah, da ist der Text. Das last number Organese Ile. Blut und. Sehr fast not moved. Mit der Ranken aus den Füßen auf die Ding. Das Original ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall auch wieder sehr detailliert. Die Blume zum Beispiel. Textur. Mal gucken. Auch wieder mit Schatten vom 3D-Scanner ausgearbeitet. Die Finger. Die Texturen glaube ich nicht ganz. Die langen dreieckigen Strukturen hier, das sieht nach Mapping-Fehler im Textur aus. Auch hier harte Kante. Sieht nicht ganz. Aber detailreich. Und die einzelnen Ecken. Okay, man sieht die Polygone. Anfang, Ende. Irgendwo muss man Polygone sparen. Das ist dann wieder das Problem. Bei so reichhaltigen Polygonecken, Kanten, Überlappungen mit den einzelnen Blütenblättern oder ja, Blüten nicht, Blättern am Busch. Ein Busch? Sieht nach einem Busch aus? Sieht nach einem Busch aus. Beeindruckend. Engumschlung und. Wünscht, man könnte die Details oben noch mal sehen. Wie sie es in der Hand hat. Und den Mund. Auf jeden Fall auch ausmodelliert. Texturfehler. Die normal nicht gedreht. Auch wieder die Maserung zu erkennen. Ob das vielleicht die gleiche Maserung trotzdem ist? Wieder die Adern sichtbar aus dem Marmor. Könnte jetzt bloß der Entwickler sagen, wie weit gefaked wurde und wie weit nicht. Xanin Lintel. 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 Maya. Ein weiterer Maya-Stein. Auch. Ups. Nein, zurück ins Menü. Live-Controller tiefe Platz.
Hier muss man sagen, es fühlt sich auch tatsächlich nach Einrundungen aus und nicht wie eine flache Textur, wie in Computerspielen im Moment üblich, einfach nur draufgeklatscht. Es ist tatsächlich ausmodelliert, Tiefenmap draufgelegt. Man erkennt viele Details. Blumenmusterung. Schuppige Bereiche, das Gesicht auf dem Schlangenkörper oder aus der Schlange heraus. Anscheinend aber bloß von vorne gescannt. Detailliert genug ist, dass Maya-Forscher darauf etwas erkennen können? Wahrscheinlich eher nicht. Da sind die Texturen wieder etwas zu matschig. Dann haben wir alles hier. Gehen wir mal ins nächste. Terrakotta. Schneelandschaft. Okay. Bin jetzt neugierig. Oh, kann man Butter gar nicht neu kommen. Der große Buddha von Kamakura. Und Arthur Bronzestatue. Freiluftbutter. Hat schon eine Größe vor allem. Es fallen sogar Schneeflocken. Interessant. Gar nicht aufgefallen bis jetzt. Shiva. Ist aber Indien. Ja, gut. Butter kann auch aus der Richtung. Tatsächlich auch sehr hochdetailliertes Werk. Man erkennt die einzelnen Flammen, die Haare, die Verwebungen. Auch ein schönes 3D-Scan. Metropolitan Museum of Art in New York City. Auch beeindruckend. Ein Detailreichtum, man erkennt die einzelnen Haarstränge, einzelnen Kleidungsfalten. Auch ein schönes Werk. Und auch die Ankunft. Großen Butter begrüßt. In einer Schneelandschaft. Nette Idee fürs VR-Museum.
kennt auch wieder die einzelnen Haaren, Wellen, Details in der Ohrmuschel. Auch sehr schön. Ah. Büste allen Heiligen. The middle of a gallery surrounded by some more. Hier kommen wir in andere Kategorien von Detailreichtum. Kennt die einzelnen Noppen, die sogar tatsächlich ausmodelliert sind. Detailreichtum in die Zöpfe. Na, Controller. Braver Controller. Kennt die einzelnen Musterungen. Auch der wahrscheinlich Rosenkranz. Der Haaransatz. Wunderschön. Ist es denn? Kleidet gut. Ah, dann sind es die Holzmaserungen, die man erkennt im Gesicht. Detailliert. LRCMA, LA Country of Museum of Art. Sehr schönes Werk. Painted Oak. Eichenholz. Auch wieder detailliert, das Eichenholz. Oh. Kein Bumpmapping darauf anscheinend. Bisschen Reflexion. Und der Rest macht die Textur des Scans. Fühlt sich etwas aber außerhalb der Proportionen an. Dann haben wir hier Michelangelo, St. Peters Palaisin. Ja. Auch sehr schöner Scan mit die Falten im Stoff. Sehr schön texturiert. Aber die Marmortextur hier auf der Brust und den, die kommt einem doch wieder sehr bekannt vor. Entweder sieht der Marmor so aus, oder aber man wird mit der Textur etwas verarscht. Beides nicht so schlimm. Auch wieder schön die Hände umschlossen. Keine Schatten aus dem 3D-Scan übrig. Schön aufgearbeitet. Ah. Okay. Okay. Ui. Mm.
An alle Horrorspielautoren, ist, glaube ich, eher ein Fall für euch. Gehen wir lieber. Terrakotta Armee, Ding. Tja. Wenn Sie nicht noch einen Kaffeestand eröffnen, was das für die Tour? Ob es jetzt einen echten Museumsbesuch ersetzen wird, eher nein. Aber im Endeffekt für Forschung und Bewahrung von Statuen, von Gemälden, ein schöner Weg, um sie auch Leuten, die nicht so weit reisen können, zugänglich zu machen. Jo. Auch an den Säulen, die Marmortextur sieht sehr ähnlich aus zum anderen Marmor. Ob die einen verarschen mit der Textur? Müsste man die Leute auf der Liste fragen. Aber wirklich Schluss. 3, 2, 1. Vorbei.